Ja, gesegneten Sonntag. Ich freue mich, dass ihr da seid. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich habe mich lange auf diesen Vortrag gefreut. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich erst seit Freitag weiß, dass ich heute zu euch sprechen werde. Manchmal kommt man zum Vortrag wie die Jungfrau zum Kinde. Das Thema, das ich mit euch aber behandeln möchte, ist nicht erst am Freitag entstanden. Es ist eigentlich eine Summe aus Seminartätigkeit, die ich seit den letzten 5 Jahren über dieses Thema tue. Ich habe mich entschieden, einfach die Basis der biblischen Musiklehre euch mal ans Herz zu legen. Ich glaube nämlich, dass wir in der gesamten Musikdebatte, bei all dem Guten, was wir getan haben, auf beiden Seiten, etwas ganz Grundsätzliches sträflich vernachlässigt haben, nämlich zu schauen, was ist die biblische Lehre der Musik. Die meisten Musikseminare, die ich besucht habe, die ich angehört habe, im Internet verfolgt habe, die waren meistens sehr gut, aber sie haben meistens musikwissenschaftlich argumentiert. Sie haben meistens medizinisch argumentiert. Ihr kennt das wahrscheinlich mit den Synkopen und dem schlagenden Herzrhythmus und all diesen Dingen. Und der Effekt, den ich gesehen habe in den Gemeinden, ist, dass dann Geschwister in der Gemeindestunde dann im Liederbuch blättern und sagen, hat es jetzt eine Synkope? Was ist eigentlich eine Synkope? Ja? Und es gibt so diesen Eindruck, dass wenn ich dann nicht medizinisch oder musikwissenschaftlich gebildet bin, kann ich eigentlich nicht wirklich mitdiskutieren. Ich muss jetzt doch irgendwie mich darauf verlassen, was die Experten zu sagen haben. Und ich glaube, als Adventgemeinde haben wir diesen Anspruch, dass die Bibel, wie die Engländer, wie die Amerikaner gesagt haben, the sole guide of faith and practice. Das heißt, der einzige Maßstab, oder the sole rule of faith and practice, der einzige Maßstab für unseren Glauben und die Praxis. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir lernen, wieder mit der Bibel in der Hand alleine entscheiden zu können, was gute und schlechte Musik ist. Und interessanterweise habe ich mit vielen Vertretern gesprochen, auf allen möglichen Seiten dieser Debatte. Und fast alle sind sich einig, die Bibel liefert solch eine Lehre nicht. Ja? Sowohl die sogenannten Liberalen als auch die sogenannten Konservativen sagen, da müssen wir auf anderen Ebenen das diskutieren. In der Bibel finden wir kein klares So oder So. Ja, wenn das so ist, dann sollten wir eigentlich nach Hause gehen, weil wenn die Bibel nicht klar darüber spricht, dann warum sollten wir uns hier die Köpfe einschlagen? Ja? Was wir übrigens nicht tun wollen. Ich möchte euch also in den nächsten 40 Minuten einladen, mal ansatzweise zu überlegen, gibt es nicht vielleicht doch eine systematische biblische Lehre? Und ich möchte das tun, indem ich etwas tue, was die Pioniere getan hätten, glaube ich, nämlich indem wir einfach eine Bibelstunde machen. Ja? Bibelvers, Punkt, Bibelvers, Punkt. Bibelvers, Punkt. Ja, so haben die früher gepredigt. Ja? Einfach Bibelvers an Bibelvers an Bibelvers an Bibelvers zum Thema Musik. Da müsste doch irgendwas bei rauskommen. Und ich habe den Eindruck, das ist selten gemacht worden. Und ich denke, das wird sehr spannend werden. Wir können das Ganze aber auch mit guter Methodik nicht verstehen, wenn wir den Heiligen Geist nicht an unserem Herzen wirken lassen. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam, bevor wir beginnen, niederknien für ein Anfangsgebet und dann direkt in dieses Bibelstudium hineingehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute hier sein dürfen und in deinem Wort lesen dürfen. Bitte hilf du uns, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Es ist dein Wort. Und wir möchten es wirklich in all seinen Details kennenlernen und verstehen und umsetzen. Wir danken dir, dass du uns in keinem Lebensbereich alleine lässt. In der Bibel finden sich Dinge, die mit Ernährung zu tun haben, die mit unserem Aussehen, mit unserer Kleidung zu tun haben. In der Bibel finden sich Anweisungen, wie wir Mission machen sollen, über Gottesdienst. Und die Bibel spricht auch über Musik. Und so möchten wir dich bitten, dass wir jetzt sorgsam und aufrichtig zuhören, um das biblische Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast. All das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Amen. Bevor wir mit der Bibelstunde beginnen, ein Satz von Ellen White. Ellen White sagt im Buch Patriarchen und Propheten im Englischen: But apart from Bible history, geology can prove nothing. Auf Deutsch:
außerhalb der biblischen Geschichte kann die Geologie nichts beweisen. Jetzt werdet ihr fragen, was hat das mit Musik zu tun? Die Antwort ist ganz einfach, gar nichts. Aber der Satz enthält ein Prinzip. Das Prinzip ist, mit all dem, was ein Geologe im Geologiestudium lernt, ist er trotzdem nicht in der Lage, eine korrekte Analyse der Erde vorzunehmen, es sei denn, er nimmt die Bibel zu Hilfe. Es ist nur mit der Bibel, dass zusätzliches geologisches Wissen von Wert ist. Das Gleiche, glaube ich, gilt auch für die Musik. Mit all dem musikalischen Fachwissen, das man anhäufen kann, ist man noch nicht in der Lage, tatsächlich eine qualifizierte Aussage über geistliche Musik tun zu können. Jetzt, wer hat wahrscheinlich am meisten Probleme mit dieser Aussage? Ja, mit der Geologie, was würdet ihr denken? Welche Gruppe von Menschen liest diesen Satz bei Ellen White und denkt sich, ah, so kann das nicht sein? Die Geologen, oder? Weil als Geologe habe ich so viel studiert, dass ich jetzt denke, meine Güte, jetzt einfach nur der Bibel folgen? Ja. Ähnlich wie ein Biologe vielleicht mehr Probleme mit 1. Mose 1 hat, als so ein Normalsterblicher, der von Biologie keine Ahnung hat, wie ich. Ja. Vielleicht gilt das sogar auch für die Theologie. Das lasse ich mal im Raum stehen. Der Punkt ist, die Bibel spricht genau von diesem Prinzip. Schaut mal im Psalm 119, Vers 99. Psalm 119, Vers 99. Und ich glaube, es ist ein fundamentaler Fehler der letzten 30, 40 Jahre, dass wir in der Musikdiskussion uns ausschließlich oder fast ausschließlich auf Musikexperten verlassen haben. Psalm 119 und dort Vers 99. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Warum? Denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Gottes Wort hat die Kraft, uns Gedanken zu geben, Entscheidungen fällen zu lassen, die intelligenter sind als all das vielleicht, was Experten uns sagen können. Ein Beispiel für einen Musikexperten in der Bibel gibt es sehr wohl. In Prediger 2 und dort Vers 8. Prediger 2, Vers 8, wer hat das Buch Prediger geschrieben? Ich denke, ihr wisst das alles. Das war der Salomo. Prediger 2, Vers 8, er spricht, ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschen Söhne dient, Frauen über Frauen. Jetzt, wir kennen das von den Frauen. Aber Salomo war auch jemand, der sich sehr für Musik interessierte. Ja, er holte sich all die Musiker, die es gab, die Sänger und Sängerinnen, an seinen Hof. Wir wissen, dass er selbst ein begnadeter Komponist und Liedermacher war. Weiß jemand, wie viele Lieder er geschrieben hat? Es sind 1005 Lieder. Sagt die Bibel. Ein großes davon haben wir in der Bibel speziell abgedruckt, nämlich das Hohelied. Und wir wissen auch, dass Salomo ein sehr weiser, ein sehr kluger, ein überaus intelligenter Mann war. Also nehmen wir hier das kompositorische Talent, dann das Interesse an alle Arten von Musik, die er sich holt, und seine Weisheit. Und wir haben die perfekte Mischung für einen Musikexperten. Also ich glaube, wenig Menschen in der Geschichte der Menschheit haben so viel Einsicht in das Wesen von Musik gehabt wie Salomo. Das Problem ist nur, dieser Salomo hat später im Laufe seiner Karriere Gottesdienstformen eingeführt, die offensichtlich falsch waren. Wir haben also ein biblisches Beispiel für jemanden, der ein wirklich echter Musikexperte war und trotzdem keine sichere Basis war, um auf seinem Urteil Gottesdienst zu feiern. Ja? Und ich denke, das sollte uns eine Warnung sein. Nichts gegen die Musikexperten. Ja? Ich sage immer nur, wenn ihr einen Vortrag über Musik hört, dann fragt, ob derjenige Musik studiert hat. Und wenn das so ist, dann passt genau auf und seid vorsichtig. Ja, ich habe selbst Musik studiert, deswegen seid vorsichtig, was ich sage. Ja? Weil die Wahrheit ist, die allermeisten Musiker werden irgendwo doch die Musik gerne verteidigen, die sie persönlich spielen. Das ist die Wahrheit. Ich weiß selbst, ich habe jahrelang auf die Rock- und Pop- und Jazzmusik eingeschlagen, ja, und habe gleichzeitig gewusst im Hinterkopf als Dirigierstudent einiges von der klassischen Musik, die du da dirigierst, oh, das ist aber ganz lieb, und von der Opernmusik erst recht, das ist gegen Ellen White. Sie spricht dagegen. Ich habe es gewusst. Ich habe aber nie darüber gesprochen.
Ja? Ich habe immer nur einseitig das eine kaputt gemacht, in Anführungsstrichen. Warum? Na klar, es hat mir gefallen. Deswegen müssen wir zunächst einmal überhaupt die Frage klären, was ist Anbetung? Wir alle sind uns einig, dass Musik eine Form von Anbetung ist. Schaut mal mit mir in das Kapitel oder ich frage euch, wo kommt zum ersten Mal in der Bibel Anbetung vor? Das Wort anbeten oder Anbetung, wo kommt das zum allerersten Mal in der Bibel vor? Da gibt es diesen wo es heißt, den Herrn anzurufen oder auszurufen, genau, in 1. Mose 4, zur Zeit, als Enosch geboren wird. Ja. Aber da kommt das Wort anbeten nicht vor. Ich meine, das Konzept Anbetung ist natürlich offensichtlich da, schon vorher. Das erste Mal, wo das Wort Anbetung vorkommt, ist in 1. Mose 22. 1. Mose 22 und dort Vers 5. Eine krasse Geschichte und ein krasser Vers. Wir haben natürlich leider nicht die Zeit, das jetzt ausführlich zu behandeln. Das ist jetzt, wir springen jetzt so von Punkt zu Punkt, damit wir mal so einen Gesamtüberblick bekommen. Ja? Wir suchen heute den Wald und nicht die einzelnen Bäume, wenn ihr das versteht. Ihr habt dann zu Hause die Gelegenheit, jeden einzelnen Baum zu untersuchen. Aber jetzt wollen wir erstmal den Wald sehen. 1. Mose 22 und dort Vers 5. Da sprach Abram zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Der Satz ist unglaublich, aus mehreren Gründen. Natürlich, dass er sagt, wir wollen wieder zu euch kommen. Dann sagt er, wir wollen. Habt ihr das gesehen? Es war eine freiwillige Entscheidung. Und dann sagt er, wir wollen dort anbeten. In den Augen von Abraham war das Geschehen auf dem Berg Moria eine freiwillige Anbetung. Frage. Hat der sich gut gefühlt, als er da jetzt zur Anbetung ging? Waren seine Emotionen auf Glücksfahrt? Abraham hat keine schönen Gefühle gehabt bei der Anbetung. Aber Abraham hat auch nicht einfach gezwungenermaßen Gehorsam geleistet. Er sagt nicht, wir müssen dahin gehen und das tun. Für Abraham bedeutete Anbetung die Bereitschaft, die freiwillige Bereitschaft, alles auf den Altar zu legen. Selbst das, was ihm am liebsten und teuersten war. Wahre Anbetung im Kontext der Musik bedeutet die Bereitschaft, jeden, welches Wort habe ich gerade gesagt? Jeden Musikstil, den es gibt, auf den Altar zu legen. Was wir meistens machen ist, wir wissen, dass es wahrscheinlich gute und schlechte Musik ist und wir sortieren erstmal aus nach unserem persönlichen Geschmack, nach vermeintlichen wissenschaftlichen Standarden, nicht wahr? Und dann haben wir hier die gute Musik, die auf jeden Fall gut ist und den Rest, da werden wir uns dann durchringen, ihn vielleicht zu Gott zu geben. Ja? So, und dann denken wir, wir haben was ganz Tolles getan, weil wir die schlechte Musik aufgegeben haben. Aber vorher haben wir schon selektiert, was gut und schlecht ist. Aber Gott fordert hier den Abraham auf, etwas auf den Altar zu legen, was vollkommen gut war. Es war nicht schlecht an Isaak. Es war sogar der Sohn der Verheißung. Wahre Anbetung ist die Einstellung, dass ich bereit bin, alles, auch wenn ich beweisen kann, dass es gut ist, erst einmal auf den Altar zu legen und zu sagen, Herr, wenn du es mir nehmen möchtest, ich halte es nicht fest. Das heißt, es geht nicht um Rock gegen Klassik. Es geht nicht um Jazz gegen Gregorianik. Es geht darum, bist du bereit, jede CD, jedes Musikvideo, jeden Stil, jedes Liederbuch, egal ob aus Deutschland, Österreich oder aus Papua-Neuguinea, bist du bereit, alles auf den Altar zu legen? Und dann Gott entscheiden zu lassen, ob es gut für dich ist oder nicht. Weil Abraham hat den Isaak wiederbekommen, oder? Er hat ihn wiederbekommen. Abraham hätte gleich sagen können, ich gebe ihn gar nicht erst, weil ich weiß, dass ich ihn wiederbekommen würde. Nein, er war bereit, alles aufzugeben. Und ich habe, als ich dieses Seminar öfter mal gehalten habe, da kamen dann später Geschwister zu mir und haben gesagt, Christopher, ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe nur diese eine CD mit diesem Country-Sänger. Das ist doch bestimmt nicht schlecht, oder? Und ich erzähle das, weil ich damit nachfühlen kann. Das gehen wir genauso. Und ich denke, wir alle können irgendwo damit nachfühlen, weil wir alle vielleicht das ein oder andere Lieblingslied haben, wo wir sagen, Gott, aber das alles, du kannst ja alles, aber das bitte, lass mir doch das. Ja. Lass mir doch wenigstens das.
Das ist eine geistliche Einstellung, um die es geht. Da geht es nicht darum, ob ich die Synkopen finde oder die Lautstärke jetzt angepasst ist. Da geht es um die Einstellung, bin ich bereit, alles auf den Altar zu legen. Und an der Stelle möchte ich einen Aufruf machen. Den Aufruf macht man normalerweise am Ende der Predigt, nicht wahr? Aber an der Stelle möchte ich einen Aufruf machen. Bist du heute bereit, innerlich, wenn es sein muss und es sein müsste, jeden Musikstil, alle Musik, alles, was es gibt in deiner musikalischen Welt, auf den Altar zu legen und Gott allein entscheiden zu lassen, was davon gut und schlecht ist? Ich möchte mal eure Hand sehen, wer sagt, okay, das würde ich mich zutrauen, diese Entscheidung zu fällen. Merkt euch das, was ihr gerade die Hand gehoben habt, nicht wahr? Der Engel hat sich auch gerade aufgeschrieben. Und zwar jetzt einige Texte anschauen, die spezifisch auf Musik Bezug nehmen. Hesekiel 28 ist wahrscheinlich eines der grundlegenden Aussagen der Bibel zur Musik. Hesekiel 28 und dort ab Vers 12. Hesekiel 28 und dort ab Vers 12. Gewisserweise kann man Hesekiel 28, 12 und 13 sowas wie als eine Grundlegung der biblischen Musiklehre definieren. Warum? Zuerst einmal sehen wir hier in Vers 12, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und spricht zu ihm, so spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Wir sehen hier, dass der Prophet Hesekiel ein Lied anstimmen soll, das in Wirklichkeit eigentlich das Lied Gottes ist. Das sieht man sehr deutlich, wenn man später dann liest, wie der Cherub von ihm geschaffen worden ist, von Gott. Das heißt, dieser Vers belegt, dass Gott musikalisch ist. Wenn er über den großen Kampf im Himmel spricht, dann tut er das nicht wie wir meistens in der Evangelisation, dass wir einfach einen Bericht geben und sagen, das ist passiert, Punkt, 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 Punkt. Wenn Gott über den Fall Luzifers spricht, dann singt er ein Lied. Gott hat nicht irgendwann mal die Musik erfunden. Gott selbst ist musikalisch. Und es gibt so diesen Ausdruck, dass Musik manchmal Dinge ausdrücken kann, was reine Worte nicht ausdrücken können. Gott singt ein Klagelied über den Fall Luzifers. Wenn Gott über den Bruch des Gesetzes nachdenkt, wenn Gott über die Trennung von seiner Liebe nachdenkt, dann singt er. Das heißt, Musik ist direkt auch verknüpft mit der Erfahrung des großen Kampfes. Direkt in Gottes Herzen selbst ist Musik verknüpft mit der Erfahrung dieses großen Kampfes. Dann in Vers 13 heißt es, in Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelstein warst du bedeckt. Mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Dieser Vers ist linguistisch sehr interessant. Wir arbeiten gerade an einem Artikel, den ich kurz auch fertigstellen werde. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alles dazu zu erklären. Es ist aber tatsächlich so, dass die Übersetzung Tamburine und Flöten, die jetzt in der Schlachter 2000 hier steht, nicht in allen deutschen Bibeln zu finden ist. Vom Hebräischen her ist das Wort für Tamburine eindeutig in allen anderen Vorkommen, wo es vorkommt, immer Tamburine. Das heißt, die Feststellung, dass hier es um Musik zumindest teilweise geht, ist linguistisch, hebräisch absolut wasserdicht. Das Wort Flöten kann verschieden übersetzt werden, das heißt wörtlich Öffnung. Deswegen übersetzen manche auch mit Ohrringe, ja, weil Ohrringe ja das Ohr öffnen. Ja. Vom Kontext her könnte man aber auch übersetzen, dass es sich vielleicht um ein Instrument handelt, das geöffnet ist. Eines der neuesten hebräischen Wörterbucher übersetzt hier auch Flöten und gibt das als eine spezielle Wurzelbedeutung an. Wie dem auch sei, die Bibel macht sehr deutlich, dass Musik schon im himmlischen Heiligtum eine Rolle gespielt hat. Diese Instrumente, Tamburinen und Flöten, wurden dem Luzifer gegeben und zwar nicht einfach nur, weil er schön war, sondern weil er eine bestimmte Aufgabe hatte. Schaut mal in Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Die Bibel sagt, du wurdest dazu eingesetzt. Als Gott den Luzifer schuf, mit seinem schönen Aussehen, mit seiner Weisheit und mit den Musikinstrumenten, schuf er ihn als einen schützenden Cherub. Und ihr alle wisst vom Heiligtumsdienst, der schützende Cherub, der stand wo? An der Bundeslade. Als Gott also die Musikinstrumente dem Luzifer gab,
dann gab er sie nicht einfach zum Zeitvertreib, sondern sie waren direkt von ihrer Entstehung, von ihrer Bereitung her an den Heiligtums, also an den Dienst des Luzifers im Heiligtum und an die Bundeslade gekoppelt. Und das ist ein Thema, das wir jetzt ganz oft in der Bibel finden werden. Musik von ihrer grundsätzlichen Idee bei Gott ist geknüpft an das Heiligtum und an das Gesetz. Dazu ist sie bereitet worden. Für den Engel, der an der Bundeslade im Allerheiligsten, im Heiligtum Dienst tat. Und wir wissen von Ellen White, er war tatsächlich der Chormeister im Himmel. Schauen wir weiter in Hesekiel 8. Ach übrigens, was ist mit dem Luzifer passiert, dem obersten Musiker des Himmels, als er Gottes Gesetz gebrochen hat? Er konnte nicht länger den Gottesdienst im Himmel leiten. Das ist eine ganz einfache Beobachtung. Als der oberste Musiker Gottes Gesetz brach, war er, obwohl Gott ihn immer noch liebte, ja, der Text deutlich, da war immer noch Liebe für ihn da, aber er konnte nicht mehr der Leiter der Musik im Gottesdienst sein. Er wurde sogar letztendlich aus der himmlischen Gemeinde ausgeschlossen. Da steht hier gar nichts von Synkopen und Dezibel. Bei Gottesdienstmusik geht es zuerst einmal um die Frage des Gesetzes Gottes. Und ich glaube, wenn wir den Maßstab ansetzen, inwieweit geistliche Lieder uns zum Heiligtum und zum Gesetz Gottes führen, würden sich schon viele Probleme klären, ohne dass man überhaupt mal einen Vortrag über Synkopen gehört hat. Dazu gleich noch mehr. Hiob 38. Hiob 38 und dort Vers 7, bekannter Vers. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Ja? Vom Hebräischen her ist es tatsächlich so ein singendes Jubeln, ein Jauchzen, ein sich freuen. Musik war schon im Himmel keine traurige Angelegenheit, notwendigerweise. Warum haben sich die Engel gefreut? Warum haben sie gesungen? Warum haben sie gejubelt und gejauchzt? Sie sahen die Schöpfung. Das heißt, das schöpferische Wort Gottes, das schöpferische Handeln Gottes hat das Singen initiiert. Im Himmel wird gesungen, weil Gott durch sein schöpferisches Wort neues Leben schafft. Übrigens, wisst ihr, wann die Engel im Himmel aufgehört haben zu singen? Als der Adam gesündigt hat. Also die schöpferische Kraft Gottes führt zum Singen. Die Sünde des Menschen hat im Himmel vorübergehend mal die Musik ausgeschaltet. Wiederum viel mehr auf der Evangeliumsebene als vielleicht auf einer musikwissenschaftlichen Ebene. Nun, gehen wir ein bisschen weiter. Wo kommt das erste Lied der Bibel vor? Das allererste Lied, das in der Bibel aufgeschrieben ist, vorgetragen wird. Ganz genau, in Miriam. Also Miriam mit Mose und Aaron natürlich in 2. Mose 15. Und bevor die Miriam es singt, singt es der Mose natürlich selbst. Deswegen heißt es auch das Lied des Mose. Wir haben nicht die Zeit, das ganze Lied durchzugehen. Es ist ein sehr interessantes Lied. Das Lied wird gesungen direkt im Anschluss an die Erfahrung, dass Israel durch Gottes Kraft von dem Feind befreit wird, indem nämlich der Feind im Roten Meer versinkt und Israeliten trockenen Fußes dort hindurchgehen können. Das heißt, das Lied, Ellen White sagt, es ist das älteste Lied der Menschheit, das aufgeschrieben ist und uns überliefert ist. Dieses älteste überlieferte Lied der Menschheit feiert den Sieg, den Gott dem Gläubigen gibt. Warum sollten wir singen? Weil Gott schöpferische Kraft hat, weil er unserem Leben uns ein neues Herz schenkt und weil er Sieger ist, weil er uns den Sieg schenken kann. Wenn ich gar nicht glaube, dass Gott mich zum Sieger machen kann, wenn ich gar nicht an den Sieg Gottes glaube, wie kann ich dann singen, wie Mose und Israel gesungen haben? Übrigens, das Lied ist ziemlich grafisch, nicht wahr? Es spricht von Gott als einem Kriegsheld, der mit seiner Stärke die schwachen Israeliten zum Sieg geführt hat. Und dann steht interessanterweise, schaut mal mit mir in Vers 13. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Und falls ihr denkt, das ist ein Zufall, schaut in Vers 17.
Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du Herr zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. In diesem Lied geht es mehrmals darum, dass Gott sein Volk führt zum Heiligtum. Das erste Lied der Bibel, das wir haben, beschreibt die Kraft Gottes, seinem Volk Sieg zu schenken und den Wunsch Gottes, sein Volk zum Heiligtum zu führen. Kann ich jetzt nicht biblisch davon ausgehen, dass Gott auch heute noch in den Liedern, die wir singen, den Wunsch hat, dass wir damit zum Ausdruck bringen, dass er uns den Sieg schenkt und dass er uns zum Heiligtum führen möchte. Denn das Heiligtum ist der Ort, für den Musikinstrumente bereitet worden sind. Stichwort Heiligtum. Wo finden wir in der Bibel einen Gottesdienst, so wie Gott ihn mag? Wenn ihr gefragt werden würdet, wo in der Bibel finden wir also definitiv so eine Art Blueprint, eine Blaupause von einem wirklich Gott wohlgefälligen Gottesdienst, wo würdet ihr hingehen? Vielleicht die Einweihung des Salomonischen Tempels? Ja, ich glaube, es gibt so etwas, was vielleicht, das hat Gott mit Sicherheit gefallen. Ich glaube, es gibt etwas, was sogar noch idealer ist. Stiftshütte? Etwas, was noch idealer ist. Da wird die Bundeslade transportiert beim zweiten Mal, nicht wahr? Etwas noch weitaus idealer. In Offenbarung 4 und 5 sehen wir den himmlischen Gottesdienst. Was kann idealer sein als der himmlische Gottesdienst? Ellen White sagt, in unserem Gottesdienst sollten wir dem himmlischen Gottesdienst so nahe wie möglich kommen. Ja? Vielleicht singen wir noch nicht wie die Engel, aber Ellen White sagt, wir sollten übrigens das üben, damit wir dem englischen Gesang, also in dem Fall dem englischen wie die Engel, so nahe wie möglich kommen. Übrigens, in Offenbarung 4 und 5, wisst ihr, was das Schlüsselwort in Offenbarung 4 und 5 ist, das, glaube ich, so um die 20 Mal vorkommt? Das geht ganz einfach los. Schaut mal Vers 2. Und sogleich war ich im Geist und siehe, was sieht er? Ein Thron im Himmel. Dieses Wort Thron ist das Zentrum. Alles in Offenbarung 4 und 5 dreht sich um diesen Thron. Er sieht als erstes nicht einmal Gott, sondern erst den Thron. Er sieht den Thron und dann sieht er jemanden auf dem Thron. Er sieht die vier lebendigen Wesen, Verzeihung, dann die 24 Ältesten um den Thron. Er sieht das Lamm bei dem Thron. Alles dreht sich um den Thron. Jetzt, was bedeutet Thron? Was hat ein Thron uns zu sagen? Herrschaft, das Reich Gottes. Was ist die Grundlage der Herrschaft Gottes? Was ist der Thron Gottes im Heiligtum? Die Bundeslade. Fundament ist das Gesetz. Immer und immer wieder finden wir das Gottesdienst in der Bibel mit Heiligtum und mit Gesetz, mit seiner Regierung, mit seinem Reich zu tun hat. Übrigens, diese berühmten Worte, die sie dort singen, sind, welche Worte? Was rufen sie aus? Heilig, heilig, heilig. Die deutsche Übersetzung, heilig, 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 suggeriert vielleicht sowas wie heilig, 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 so ein bisschen so Wiederholung, nicht wahr? Kommas gibt es aber im Griechischen nicht, auch nicht im Hebräischen, wo das eigentlich herkommt, Jesaja 6. Die Idee ist eigentlich, es gibt in der Bibel, im Hebräischen gibt es das Wort Kadesh, das heißt heilig. Da gibt es also Dinge, die sind Kadesh. Dann gibt es Dinge, die sind Kadesh, Kadesh. Die sind hochheilig oder das Allerheiligste. Und dann gibt es Dinge, die sind Kadesh, Kadesh, Kadesh. Das ist sozusagen die höchste Form der Heiligkeit. Das ist quasi heilig hoch drei. Wenn man so will. Es gibt nur zwei Verse, wo das vorkommt. Jesaja 6, nicht wahr? Heilig, heilig, heilig. Und Offenbarung 4, Vers 5. Die Heiligkeit Gottes ist der zentrale Inhalt des Gottesdienstes im Heiligtum um das Gesetz herum. Wo wir schon beim Heiligtum sind. 2. Mose 25 sagt uns, dass Gott wollte, dass die Menschen etwas von diesem himmlischen Heiligtum verstehen, auf der Erde, 2. Mose 25, bekannter Vers, Vers 8 und 9. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und genauso, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Wenn Gott sagt, genau so, geht es ihm dann um die Details oder ist er mit allem zufrieden, Hauptsache so die grobe Richtung stimmt? Gott macht deutlich, in Bezug auf das Heiligtum, erwartet er Treue im Detail.
Eine der grundlegenden Theorien heutzutage ist oft, dass es bei der Musik egal ist. Ja, die Bibel sagt eh nichts und da brauchen wir uns gar nicht groß mit Details beschäftigen. Hauptsache, das Herz ist aufrichtig dabei und Gott ist größer. Nicht wahr? Gott ist größer als die Details. Aber an dieser Stelle wird deutlich, Gott kümmert sich um das Detail. Und alle Gottesdienstmusik in der Bibel ist immer mit dem Heiligtum verknüpft. Frage an euch also, in welchen Kapiteln oder welchen Büchern finden wir den Heiligtumsdienst beschrieben in der Bibel? 2. Mose, 3. Mose und 4. Mose. Das sind die Hebräerbrief dann in der Anwendung. Aber 2., 3., 4. Mose sind die klassischen Kapitel mit all den Opfergesetzen, all dem Zeremonialgesetz, all den Bestimmungen für das Heiligtum. Wie viele Verse in 2., 3. und 4. Mose sprechen von Musik im irdischen Heiligtum als Gottesdienstmusik? Wie viele Verse, was würdet ihr schätzen? Dass wir so eine Idee haben. Einfach mal schätzen. Was würdet ihr schätzen? 2., 3., 4. Mose, wie viele sprechen über Musik? 15? Bietet jemand mehr? 40, 50, 100? Die Antwort ist ziemlich simpel, es sind nämlich 0. In 2., 3. und 4. Mose gibt es keine Bestimmung, kein Gesetz für Musik im irdischen Heiligtum. Und das ist interessant. Es zeigt nämlich, dass offensichtlich Musik, jetzt hört genau zu, keine Notwendigkeit im Heiligtumsdienst ist. Musik, wenn sie gemacht wird, gehört immer zum Heiligtumsdienst, natürlich. Aber wie Ellen White sagt, es ist besser, einen Gottesdienst ohne Musik zu haben, als mit schlechter Musik. Manchmal haben wir diese Idee, Musik ist so wichtig, dass selbst wenn wir keine gute Musik haben, Hauptsache wir haben überhaupt Musik, weil Gott ohne Musik nicht angebetet werden kann. Der ganze Heiligtumsdienst, 2., 3., 4. Mose, hat erstmal gar nichts zur Musik zu sagen. Interessanterweise gibt es aber einen zweiten Komplex in der Bibel, wo dann der Heiligtumsdienst ausführlicher beschrieben wird, weil jetzt nicht mehr eine Stiftshütte da ist, sondern ein großer Tempel, ja, mit vielen noch hinzugefügt wird. Mit anderen Worten, die Stiftshütte beschreibt die Basis, das Nonplusultra, das, was unbedingt sein muss. Ja. Und dann bei Salomo in den Chroniken finden wir das Ganze erweitert, ja, angewendet mit vielen zusätzlichen Dingen, die vielleicht nicht notwendig, aber schön und wichtig sind. Da möchte ich mit euch in den letzten Minuten einige Texte anschauen über Musik im Heiligtum. Schaut mal mit mir in 1. Chronik 16. Wir bleiben jetzt ein bisschen in den Chroniken. 1. Chronik 16 und dort Vers 4 bis 6. 1. Chronik 16, Vers 4 bis 6. Und er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie dem Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm danken und ihn lobten. Nämlich Asaf als das Oberhaupt, Zacharja als den Zweiten, nach ihm Jehiel, Simiron und Jehiel, Mattitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jehiel mit Harfen und Lauten, Asaf aber, um mit Zimbeln laut zu spielen, die Priester Benaja und Jehaziel aber mit Trompeten, alle Zeit vor der Lade des Bundesgottes. Punkt Nummer 1, die Musiker waren alle Leviten. Das heißt also, wenn du aus dem Stamm Asser kamst und du warst der brillanteste Harfenspieler in ganz Israel, ja, du konntest so schnell und so toll spielen und so wunderbar, dass die Leute dahin geschmolzen sind, durftest du niemals im Gottesdienst spielen. Draußen, ja, kein Problem. Aber im Gottesdienst waren es nur Leviten. Jetzt kann man sagen, oh, das ist aber ganz schön exklusiv, oder? Ungerecht. Das hat einen Grund, hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, was war das Besondere an den Leviten im Vergleich zu allen anderen Stämmen bezüglich ihrer Beschäftigung? Es waren die Diener am Heiligtum. Niemand kannte das Heiligtum so gut wie die Leviten. Und weil Musik von ihrer Grundbedeutung her an das Heiligtum geknüpft ist, sollten diejenigen, die das Heiligtum am besten kannten, die Musik machen. Jetzt vergebt mir, wenn ich eine Anwendung mache. Wer würde denn heute unter allen Christen die Heiligtumslehre am besten verstehen? Wäre es nicht irgendwie merkwürdig, wenn Adventisten, die über das Heiligtum ein viel größeres Licht haben, Musik von anderen Christen, die das Heiligtum entweder ganz ablehnen oder viel weniger verstehen, in ihren Gottesdienst
inkorporieren, wo doch Gott explizit deutlich macht, die sollen Musik machen, die das Heiligtum besonders gut verstehen. Schaut mit mir in 2. Chronik 15. Ach übrigens, habt ihr gesehen, dass all die Musik nicht nur von Leviten gespielt wurde, sondern immer an die Bundeslade geknüpft war. Könnt ihr das sehen? Ja. Es war immer vor der Bundeslade, an der Bundeslade. Also Heiligtum und Bundeslade. Ihr seht, dass das kommt in der gesamten Bibel immer wieder vor. 2. Chronik 5 und dort ab Vers 11. Wir springen einfach zu Vers 20, zu Vers 12 schon. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Leinen gekleidet, da standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar. Und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Die Wolke des Herrn kam, und das zeigt uns übrigens, dass Gott mit dieser Anordnung zufrieden war. Das war ihm genehm, denn es war genau das, was im Heiligtum auch stattfand. Ja? Heiligtum und Gesetz mit der Musik verknüpft. Wir sehen hier, dass die Musiker wie gespielt haben. So, dass sie alle wie eine Stimme zu hören waren. Habt ihr mal einen Blechbläserchor gehört, Posaunenchor? Das ist manchmal gar nicht so einfach, ja, die alle so zusammenzukriegen. Ja, im Orchester 120 Leute. Wisst ihr, was passieren muss, damit 120 Leute wie ein Mann klingen? Üben, üben, üben. Das ist noch mehr als üben. Im Orchester sagt man, wenn du wirklich einen einigen Klang haben willst, musst du so leise spielen, dass du den anderen neben dir hörst. Wenn ich ganz richtig spiele, immer auf den Dirigenten höre, nicht wahr? Und der andere das auch macht, wird es nie einen einigen Klang geben. Der einige Klang kommt, wenn ich so leise spiele, dass ich den anderen neben mir höre und mich einfügen kann. Das fand ich ganz interessant, einfach aus musikalischer Sicht. 2. Chronik 7, Vers 6. Ja, also kein wildes Durcheinander, sondern Harmonie im Heiligtum. 2. Chronik 7, Vers 6. Und dort heißt es, die Priester aber standen auf ihren Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen. Wir wissen, dass David für den Tempel Lieder komponiert hat. Er hat für den Tempel Material angehäuft. Er hat von Gott durch Inspiration die Pläne gezeichnet bekommen. Und er hat Musikinstrumente eigens angefertigt. Er ist nicht einfach nach Moab gefahren und hat dort billige Musikinstrumente eingekauft. Er hat Musikinstrumente für das Heiligtum speziell anfertigen lassen. Fand ich einen interessanten Punkt. Wir gehen weiter. 2. Chronik 34 und dort Vers 12. 2. Chronik 34 und Vers 12. 2. Chronik 34 und dort Vers 12. Als er nun in der Not war. Moment. 2. Chronik 34, Vers 12. Da habe ich, glaube ich, einen falschen Vers aufgeschrieben. Nee, doch, stimmt, hier. Und die Leute arbeiten getreulich an dem Werk und Jahat und Obadja waren über sie eingesetzt, die Leviten von den Söhnen Meraris, Sachaja und Meschulam, von den Söhnen der Kartiter, um die Aufsicht zu führen und die Leviten, alle, die sich auf Musikinstrumente verstanden. Punkt Nummer 2, man musste nicht nur ein Levit sein, man musste auch wissen, was man tut. Ja, es reichte nicht aus zu sagen, hey, ich bin Levit, jetzt kann ich Musik machen. Es gab 2 Eingangsqualifikationen. Qualifikation Nummer 1, sei ein Levit. Qualifikation Nummer 2, spiele ein Instrument so, dass es auch gut klingt. Also nicht alle Leviten haben Musik gemacht, sondern nur die musikalisch fähig waren. Aber die musikalisch Fähigen, die keine Leviten waren, haben keine Musik gemacht. Die Reihenfolge ist sehr interessant. Ja? Alle Leviten und dann, von den Leviten, dann die musikalisch Qualifizierten. 1. Chronik 9, Vers 33, das wird allen denjenigen gefallen, die Musik in der Gemeinde machen. 1. Chronik 9 und dort Vers 33, dort finden wir diese interessante Idee. Und jene, die Sänger, Stammhäupter der Leviten, wohnten frei von anderen Diensten in den Kammern, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Die waren Vollzeit angestellt, Musik zu machen. Vom 10. bezahlt. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Stellt euch mal vor, wir hätten in den letzten 100 Jahren
überall in Deutschland Vollzeitangestellte, von Zehnten bezahlte Gemeindemusiker gehabt, die Tag und Nacht nichts anderes getan hätten, als adventistische Lieder zu komponieren. Vielleicht hätten wir manche Probleme gar nicht. Da wäre eine solche Masse an guten Liedern, die sicherlich auch manchmal verschieden klingen, nicht alle nur in einer Tonart, nicht wahr? Nicht alle nur in einem Rhythmus, nicht alle nur in einem Tempo. Aber die alle theologisch auf das Heiligtum und das Gesetz Gottes abgezielt hätten, adventistische Identität gestärkt hätten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht einfach gedacht haben, naja, vielleicht ist das nicht so wichtig. Ja, wir brauchen Prediger, wir brauchen Administratoren. Musiker kann man sich vielleicht klemmen. Ja? Das fällt vielleicht dann dem Rotstift zum Opfer. Und dann kommen die Probleme. Ja? Im Heiligtumsdienst gab es Vollzeitangestellte Musiker. Vielleicht sollten wir dazu übergehen. Ich denke, es wäre richtig und wichtig. Und dann noch etwas Interessantes. 2. Korinther 35, Vers 15. Dort heißt es, und die Sänger, die Söhne Asafs, standen an ihrem Platz nach dem Gebot Davids und Asafs und Hemans und Jedutuns, des Sehers des Königs, und die Torhüter waren an allen Orten. Sie brauchten ihren Dienst nicht zu verlassen, denn ihre Brüder, die Leviten, bereiteten für sie zu. Jetzt, der Vers ist relativ, scheint unspektakulär zu sein. Interessant ist allerdings, dass hier steht, die standen auf ihrem Platz nach dem Gebot Davids. In welcher Zeit spielt das hier? Schaut mal die Überschrift von dem Kapitel an. Josia. Wie viel Zeit vergeht zwischen Josia und David? Also von David bis Josia. Wie viele Jahre sind zwischen David und Josia? Bibelchronologie-Experten können sich jetzt melden. Es sind ungefähr 350 Jahre. Was die Bibel sagt, ist, dass 350 Jahre nach David man immer noch der Meinung war, okay, was er damals bestimmt hat, das ist gültig. Man hat einfach gesagt, naja, 350 Jahre ist eine lange Zeit, das von David können wir nicht mehr so lassen, ja, müssen wir einfach mal ändern. Jahrhundertelang hatte das Bestand. Und ich glaube persönlich nicht, dass über 350 Jahre die musikalische Kultur um sie herum konstant gewesen ist. Noch krasser wird das, wenn man dann Nehemia 12 anschaut. Da sind wir noch weiter weg, da sind wir ungefähr ein halbes Jahrtausend nach David. In Nehemia Kapitel 12 und dort Vers 36. Da heißt es, und seine Brüder Schemaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Judah und Hanani mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes und Esra, der Schriftgelehrte, vor ihnen her. Das heißt, die haben noch 500 Jahre später die Musikinstrumente von David verwendet. Fand ich interessant. Weil nämlich damals der Musikdienst Davids unter prophetischen Voraussetzungen initiiert worden ist. Nach dem Bild des Allerheiligsten im Himmel. Und in Zeiten, in denen immer wieder gesagt wird, naja, die Zeit ändert sich, wir müssen einfach mit der Zeit gehen, fand ich das ein interessantes Beispiel dafür, dass in Israel über Jahrhunderte hinweg musikalische Grundwerte gleich geblieben sind, nämlich in Bezug auf das Heiligtum, in Bezug auf das Gesetz. Wenn wir mehr Zeit hatten, könnten wir noch ausführlich die Typologie studieren. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass die Bibel auch Kapitel enthält, die deutlich von der Prophetie sprechen. Ganz kurz, ihr kennt wahrscheinlich Daniel 3. 3 Minuten, dann sind wir fertig. Daniel 3 ist sehr interessant, weil es einen sehr engen, strukturellen Kontext zu Offenbarung 13 gibt. Ja, es gibt ungefähr bis zu 20 Parallelen im Text zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13. Und es ist ganz offensichtlich, dass Daniel 3 hier typologisch auf die Sonntagsgesetzgebung hingeschrieben ist und auch aufgeschrieben ist. Und in Daniel 3, wisst ihr, geht es unter anderem um Musik. Dort finden wir diesen interessanten Befehl in Vers 5 zum Beispiel. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Musik ist nicht das Wichtigste an sich. Wir haben gesehen, es gibt ein Heiligtum, man kann Heiligtumsdienst haben, zur Not ohne Musik. Aber Musik ist etwas, das den Heiligtumsdienst stark bereichern kann.
Musik ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Aber Musik wird hier verwendet als ein Mittel, unter anderem, um Menschen zur falschen Anbetung zu führen. Es ist ein Nebenpunkt, aber kein unwichtiger Nebenpunkt. Wir dürfen den Fehler nicht machen, es zu einem Hauptpunkt zu machen und darauf ständig nur rumzureiten. Wir sollten trotzdem nüchtern, biblisch schauen, es hat seine Bedeutung. Und es führt hier zu falscher Anbetung. Die Musik Babylons führt zu falscher Anbetung. Übrigens, Offenbarung 18 spricht davon, dass auch das moderne Babylon Musik verwendet. Und Babylon in unserer adventistischen Auslegung sind die anderen Kirchen. Das ist unökumenisch, ich weiß, es ist auch manchmal kritisch, wenn man das sagt, aber es ist so, das predigen wir in den Evangelisationen. Und wenn wir in der Evangelisation den Menschen sagen, kommt aus ihr heraus mein Volk aus Babylon, und wir definieren das dann als die katholische Kirche und die protestantischen Kirchen, die abgefallen sind, und die orthodoxen Kirchen und so weiter und so fort, und wir bringen dann in unseren Gottesdienst Musik, die systemisch von diesen Kirchen en masse produziert wird, um deren Theologie zu fördern, dann gibt es bei mir eine kognitive Dissonanz. Ich spreche nicht davon, dass es sicherlich auch einen Baptisten, einen Methodisten und auch einen Katholiken gibt, der in der Aufrichtigkeit seines Herzens wirklich Musik macht, die Gott gefällt. Aber Hillsong und viele andere dieser Labels sind nicht einfach ein aufrichtiger Baptist, der einfach nach bestem Wissen und Gewissen Gott loben möchte. Das ist Musik, die systemisch komponiert und verbreitet wird, um eine bestimmte Theologie und eine bestimmte Evangeliumsausdeutung massentauglich zu verkaufen. Und in dieser Evangeliumsausdeutung gibt es keinen Platz für das himmlische Heiligtum und keinen Platz für das Gesetz Gottes. Und das ist ein Fakt. Und in der Bibel, wir haben jetzt, wie gesagt, die Zeit rennt, wir könnten noch mehr Verse anschauen, im Alten und im Neuen Testament sind das die Dinge, Musik hat immer mit dem Heiligtum, immer mit dem Gesetz zu tun. Und wenn Leute das Gesetz Gottes ablehnen, wer sind wir, dass wir sagen, Gott im Himmel hast du Luzifer nicht mehr Musik machen lassen, weil er das Gesetz abgelehnt hat? Aber hier auf der Erde wirst du dich freuen, wenn wir Musik von Leuten spielen, die ganz bewusst und wissentlich das Gesetz Gottes ablehnen. Ich glaube, Gott kann das nicht gefallen. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir darüber nachdenken, wieder die adventistische Wurzel der biblischen Musikauslegung zu finden. Bevor ich schließe, ein letzter Gedanke, die Leviten waren unter anderem auch deswegen gewählt worden, weil sie beim goldenen Kalb nicht dabei waren. Und die Tatsache ist, da kommen wir nicht drum herum, dass beim goldenen Kalb biblische Worte und biblische Opfer, Ganzopfer und so weiter, Sündopfer, biblische Opfer, biblische Worte mit ägyptischer Musik verknüpft worden sind. Die haben nicht plötzlich geglaubt, dass Gott nicht mehr existiert. Die meiste Zeit haben die Israeliten immer Jahwe angebetet. Schaut mal in Jeremia. Die haben immer zu Gott gebetet. Immer gesagt, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Sie haben einfach die Kultur der Phönizier und der Kanaaniter und so weiter und so fort mit integriert in ihren Gottesdienst. Und die waren ja auch theologisch gar nicht so weit weg. Die haben auch Opfer gebracht. Auch Brandopfer gebracht. Haben gesagt, das kann man vielleicht kombinieren. Die Leviten waren diejenigen, die das nicht mitgemacht haben. Und dann gibt es jemand, das ist der allerletzte Punkt jetzt, der hat Jahrhunderte später gedacht, Mensch, mir laufen die Leute weg. Das war der erste König des Nordreiches, Jerobeam. Er hat gesagt, mir laufen die Leute weg. Das kann ich machen. Goldenes Kalb. Ich denke, er hat gewusst, dass es ein goldenes Kalb schon mal gab. Oder? Der war ja nicht dumm. Der wusste, dass es schon mal ein goldenes Kalb gab und er wusste, dass Gott beinahe das Volk zerstört hätte. Also wie schafft er das jetzt in seinem Kopf zu sagen, okay, ich mache sogar zwei goldene Kälber? Ich habe nur eine Erklärung. Er wird sich gedacht haben, okay, das war damals eine andere Situation. Jetzt haben wir eine andere Situation, das kann man mit damals nicht vergleichen. Wir können die Geschichte von Mose nicht eins zu eins übertragen auf die Geschichte jetzt vom Nordreich unter Jerobeam. Aber Gott dachte schon, dass man das tun kann. Und er sandte einen Propheten vom Süden
in den Norden. Und der Prophet erhielt dann vom Nordkönig deutlichen Verweis, nicht wahr? Du darfst ihn nicht sprechen. Ihr Lieben, wenn wir aus Gründen des Gemeindewachstums Fehler wiederholen, die wir in Indiana gemacht haben, wir haben einen ganzen Vortrag im Oktober gehabt über Indiana, dieselben Dinge wieder tun und uns dabei einreden, das ist jetzt eine andere Situation, das kann man nicht vergleichen, dann wiederholen wir den Fehler von Jerobeam, der den Fehler vom goldenen Kalb wiederholt hat und sogar intensiviert hat und ärgerlich wurde, als jemand es wagte zu sagen, hey, Moment mal, die Bibel sagt, es ist anders. Lasst uns den Fehler von Jerobeam nicht wiederholen. Ich möchte nicht den Anspruch erheben, dass wir heute mit diesen 40 Minuten jetzt alles angeschaut haben, was die Bibel dazu sagt. Aber ich denke, wir haben ein paar Gleise gelegt, auf denen ihr jetzt persönlich weiter studieren könnt, egal ob ihr Synkopen versteht oder nicht. Indem ihr mal wirklich alle Chroniken und alles, was im Alten Testament, auch im Neuen Testament, in der Offenbarung zusammennehmt und studiert, was sagt die Bibel alles über Musik? Und werdet sehen, es ist immer dasselbe. Hat zu tun mit dem Heiligtum und mit dem Gesetz. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr danach später auch zu mir persönlich kommen oder auch die Fragen stellen. Ich möchte euch einladen. Glaubt niemandem, weder auf der einen noch der anderen Seite, dass man den Experten glauben muss. Glaubt der Bibel. Und studiert sie, bis ihr eure eigene Meinung in der Bibel gegründet habt. Biblisch fundiert. Und nehmt dazu den Geist der Weissagung, der euch helfen wird, bestimmte Aussagen vielleicht noch etwas klarer zu verstehen und manche irrige Meinung, die ihr habt, zu korrigieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen im Studium. Und wir alle sind mündige Adventisten. Wir können unsere Bibel selbst studieren. Ihr habt eine Verantwortung, es zu tun, in allen Fragen. Und in dem Sinne würde ich uns einladen, dass wir gemeinsam vielleicht mit einem Gebet schließen und dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort studieren dürfen. Und wir danken dir, dass du so weise bist, dass du in allen Fragen, die wichtig für uns sind, in unserem Glaubensleben, in der Gemeinde, dass du die Dinge nie so kompliziert machst, dass sie nur Experten verstehen können. Dass du jedem Einzelnen von uns, egal wer wir sind, zutraust, eine intelligente, biblisch fundierte Entscheidung zu fällen. Danke, dass du dieses Vertrauen in uns hast. Und danke, dass du uns mit deinem Heiligen Geist auch führen möchtest. Vielleicht sind wir nicht in jedem einzelnen Punkt jetzt, in jedem einzelnen Vers bereits gleicher Meinung. Aber du kannst durch deinen Geist geben, dass wir durch das Vergleichen von Vers mit Vers, das Suchen der biblischen Beweise, das Zusammenfügen all dieser Verse, endlich das haben, was wir in Bezug auf den Sabbat und in Bezug auf den Zustand der Toten schon längst haben, nämlich eine komplette biblisch fundierte Lehre der Musik. Schenk uns die Zeit und die Willigkeit, das zu tun, dass wir alle Verse anschauen, die von Musik sprechen und so zusammenbringen, dass sie ein ganzes harmonisches bringen, dass jeder Vers zum anderen passt, dass wir wissen, was wir glauben, warum wir es glauben und was wir dann tun sollen. All das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen.